Gusseisen mit Kugelgraphit oder auch duktiles Gusseisen genannt, ist ein sehr erfolgreicher Werkstoff, der in den letzten Jahrzehnten einen sehr hohen Anteil an der weltweiten Gussproduktion erreicht hat. Moderne Windkraftanlagen, Fahrzeuge, Pressen und Maschinen sind auf hochwertige Komponenten aus dem sehr dauerhaften, festen und gleichzeitig zähen Werkstoff angewiesen. Die ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften von Gusseisen mit Kugelgraphit zusammen mit den hohen Qualitäts- und Fertigungsstandards bei der Simpelkamm-Gießerei führen zu hochbeanspruchbaren, langlebigen Bauteilen. Mit der Herstellung von sicherheitsrelevanten Komponenten für die Kerntechnik und Strukturbauteilen für größte Metallumformpressen hat sich die Simpelkamm-Gießerei eine besondere Position für Großbauteile aus duktilem Gusseisen erarbeitet. Neben dem Werkstoff wurde auch die Schweißtechnologie für duktiles Gusseisen deutlich weiterentwickelt. Bereits seit vielen Jahren werden Schweißungen an Gusseisen erfolgreich in der Praxis durchgeführt. Die einschlägige Normung für das Schweißen von Gusseisen unterstützt die sichere Arbeit in diesem Bereich. Mit Laserschweißen ist ein weiteres interessantes und leistungsfähiges Verfahren zur Schweißung von Gusseisen mit Kugelgraphit verfügbar geworden. Zu Beginn jeder Fertigungs- oder Reparaturschweißung eines Gussbauteils steht die Erfassung und Bewertung der Fehlstelle, die mittels zerstörungsfreier Prüfverfahren charakterisiert wird. Im vorliegenden Beispiel wird ein Riss mittels Farbeindringverfahren festgestellt. Durch das Eindringen des Prüfmittels selbst in kleinste Risse und Defekte können nach Auftragen des Entwicklers Bauteildefekte detektiert werden, die für das menschliche Auge sonst nicht sichtbar wären. Vor der eigentlichen Schweißung muss die Fehlstelle bis auf kleinste Risse vollständig entfernt werden. Die Rissspitzen könnten sonst unter der Schweißung quasi unsichtbar weiterwachsen und die Funktionstüchtigkeit des Bauteils gefährden. Durch Fräsen oder Schleifen wird nicht nur ein fehlerfreies Gussteil erzeugt, sondern auch die Geometrie der Schweißfuge festgelegt. Streng nach Schweißanweisung ist vor dem Schweißen die zerstörungsfreie Oberflächenrissprüfung zu wiederholen und in die Schweißdokumentation aufzunehmen. So ist sichergestellt, dass unter der Schweißnaht keine Fehlstellen verbleiben. Beim Laserschweißen wird die Schmelzenergie durch einen Laserstrahl eingebracht. Der Schweißzusatzwerkstoff wird hier als Metallpulver in den Brennfleck des Lasers eingeblasen. So kann auf Gusseisenbauteilen eine Schichtdicke von 0,6 bis 0,8 mm pro Lage und Auftragsleistungen von bis zu 0,2 Quadratmeter pro Stunde erreicht werden. Bei diesem Laserschweißprozess ist die Erwärmung des Grundmaterials nachweislich nur gering, sodass die Schädigung des Bauteils durch übermäßige Hitze verhindert wird. Es können verschiedene Werkstoffpaarungen erzeugt werden, sodass auch höherwertige Werkstoffe aufgebracht werden können. Ein Vorwärmen des Bauteils, das häufig zu Spannungen und Verzug führt, ist nicht notwendig. Durch die Roboterführung ist eine gleichmäßige und hochwertige Schweißnahtausführung auch auf komplexen Konturen und in Zwangslagen sichergestellt. Durch die Wiederholgenauigkeit und Programmierung des Roboters ist die Reproduzierbarkeit und Dokumentation der Schweißung gegeben. Im hier gezeigten Fall sind der Laser, der Pulverförderer und der Roboter so zusammengestellt, dass ein mobiler Einsatz möglich ist. Dadurch kann auch im Inneren von Großkomponenten und Anlagen in ganz Europa gearbeitet werden.
Die blickdichte Abschirmung der Umgebung und das Tragen von speziellen Laserschutzbrillen dienen dem Arbeitsschutz. Der Schweißprozess selbst kann mittels einer Spezialoptik und Kamera gefahrlos durch den Laserstrahl hindurch beobachtet und überwacht werden. Zunächst wird die Oberfläche der Schweißung zur Sollkontur des Bauteils geschliffen. Anschließend wird durch die zerstörungsfreie Prüfung, in diesem Fall wieder eine Farbeindringprüfung, die erforderliche Bauteilgüte nachgewiesen und entsprechend dokumentiert.